Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir, ich sag mal, dieses Artefakt hier gefunden und unsere Freundin schien so ein bisschen neben sich zu stehen. Deswegen, ähnlich wie bei Sordos Ring, sollten wir uns tatsächlich beeilen. Jetzt muss ich mal schauen, in welche Richtung ich hier laufen kann und muss, um unsere Freunde zu holen. Ah, hier unten. Beko, ihr seid zurück. So wahr der Schlamm meine Mutter ist, es ist schön, euch zu sehen. Die Leichtigkeit in meiner Brust verrät mir, dass das Residuum sicher ist. Aber was ist mit Freundin Famia? Oder der geisteskranken Cassandra? Famia geht es noch gut. Wir haben das Residuum geborgen, aber ich musste Cassandra töten, um es zu bekommen. Es tut mir leid, das zu hören. Letzten Endes war es wohl Schmerz, der ihren Wahnsinn nährte. Vielleicht findet ihr Geist den Weg zurück zum Hist. Ich hoffe, sie findet Frieden. Aber wartet, ihr meintet, Freundin Famia ginge es noch gut. Was genau heißt das? Famia hält das Residuum in Händen. Doch es verlangt ihr einiges ab. Sie will, dass ihr euch mit ihr am Baum trefft. Famia erhält das Residuum von Argon? Sie sollte diese Last nicht lange tragen müssen. Selbst mit dem Segen und der Anleitung des Hists sind Trockenhäute nicht dafür geeignet, derlei Dinge mit sich zu führen. Ich werde bald zu ihr gehen. Ihr solltet Jaxikorn aufsuchen. Ich werde bald zu ihr gehen. Ich bleibe nur eine Stunde hier und meditiere darüber und dann gehe ich zu ihr. Ja, so kommt das rüber. Moment, wir müssen hier rum. Ah, da hinten, ich sehe schon. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da hinkomme. Doch hier. Hallöchen, direkt den ganzen Stamm mitgebracht. Ich lockere meine Lungen. Es tut gut, euch zu sehen, Schwertschwester. Zoye schreit den Siegesang. Ihr habt das Residuum zurückerlangt. Ist es nicht so? Ja, Famia hat mir aufgetragen, euch und Xukas zu holen. Wir haben noch eine letzte Aufgabe zu erfüllen. Ja, ich spüre immer noch das Stechen des Sternblütenrauchs in der Nase. Der Hist braucht, was immer der Hist braucht, Zoye und ich werden es bereitstellen. Wo ist Famia? Sie wartet auf uns unter dem Baum. Ich nicke mit dem Kopf. Ein passender Ort. Gut. Ich treffe euch am Baum. Ach ja, sind die nicht alle nett? Alles meine Freunde, aber sie sagen immer, wir treffen uns dann da. Ich bleib noch ein Weilchen da, wo ich gerade bin. Und lass dich mal alleine hinringen. Keiner sagt mal, komm, wir gehen zusammen dahin. Sauerei. Ihr seid hier. Ja, soll schon Gut. sein. Der Hist, er sagt mir, was wir tun müssen. Aber wir müssen schnell sein. Atmet, Freundin Famia. Sagt uns nur, was wir tun müssen. Sie sieht nicht gut aus. Vielleicht sollten wir. Nein, nein, ich schaffe das. Ihr müsst das Residuum gemeinsam berühren. Alle drei. Ich verspreche euch, euch wird nichts geschehen. Ich hab doch nicht berührt. Los. Ah, das sieht aus wie, Beim Ei. Wie heißt das Sind Verlies wir im nochmal? Inneren des Residuums von Argon? Ja, ein Traum, versiegelt in Bernstein. Ich dachte nicht, dass es so grün wäre, so friedlich. Das ist Grabesruhe. Dieser Ort ist aus der Zeit gefallen. Sonnenlos, unwandelbar. Ein Ort zum Verstecken und nicht zum Leben. Wir können hier nicht bleiben. Ha, gesprochen wie eine echte Todwasserkarl. Sehen wir uns um. Das muss ich jetzt machen. Moment. Erkundet das Residuum. Kann jetzt hier aber nicht die ganze Zeit mit euch rumlaufen. Ich gehe schon mal zum Zielort, ja? Ah, Hallöchen. Wurzelheilerin, nach all dieser Zeit wärmt es mir die Schuppen, euch wiederzusehen. Ich spürte eine verderbte Seele, die versucht hat, unsere Kraft zu erlangen. Hätte sie Erfolg gehabt, hätten viele gelitten. Vielen Dank, dass ihr sie aufgehalten habt.
Nun bleibt nur noch, uns freizugeben. Seid ihr hier gefangen? Im Inneren des Residuums? Gefangen? Nein. Bewahrt. In Sicherheit. Die Aileiden, die uns angriffen, sie wollten unsere Geheimnisse und unsere Seelen. Wir nutzten beides, um ihre Pläne zu vereiteln. Mit der Hilfe des Hists zogen sich die Seelen unseres Stammes in das Residuum zurück, wohin uns kein Elf zu folgen vermochte. Wenn ihr hier in Sicherheit seid, warum braucht ihr dann meine Hilfe? Sicherheit ist kein Selbstzweck, sondern nur ein Mittel, um für eine Zukunft zu sorgen. Hier ist alles statisch. Die Bäume wachsen nicht. Es gibt keine Gezeiten. Unsere Seelen werden träge. Sie treiben dahin. Wir müssen zum Hiss zurückkehren. Und dafür brauchen wir jemanden, der uns führt. Jemanden, der euch führt? Wie Xukas oder Jaxigorn? Ja. Beide verfügen über alte, weise Seelen. Einer von ihnen muss die wache Welt verlassen und bei uns bleiben, um den Stamm jenen Fluss hinunter zu geleiten, den man Wiedergeburt nennt. Ohne ihre Stärke werden wir auf jeden Fall hinfortgespült. Sprecht mit ihnen. Ihr werdet sehen, dass sie diese Aufgabe nicht fürchten. Die wache Welt verlassen? Heißt das, dass sie sterben werden? Nur eine Seele, die sich vom Körper gelöst hat, kann uns führen. Was ihr Tod nennt, nennen wir Wandlung. Es gibt keinen Tod im Hist. Alle Leiber gehen durch den Schlamm, aber die Seele lebt weiter. Wir gehen auf und unter wie die Sonne. Wir sind eine Weile fort, doch wir kehren stets zurück. Ich werde sie nie wiedersehen, oder? Schwierig zu sagen. Es mag ein Tag kommen, an dem ihr einem Schlüpfling, der dem Wind lauscht, tief in die Augen seht. Oder an dem ihr einen Gecko durchs Schilf verfolgt. Wenn dieser Augenblick kommt, werden eure Seelen ein fröhliches Wiedersehen feiern, auch wenn euer Geist ganz woanders hinstrebt. Vertraut auf den Hist. Könnte ich nicht den Stamm führen? Warum müssen es Xukas oder Jaxigorn sein? Ihr habt noch viele Seelen zu retten, Wurzelheilerin. Und noch viele Schlachten zu schlagen. So wie ihr geboren wurdet, um ihnen beizustehen, wurden Xukas und Jaxigorn geboren, um uns zu retten. In Vorbereitung auf diesen einen Augenblick wurden sie durch ihr ganzes Leben geleitet. Euer Heldenmut hat dies ermöglicht. Wir sind uns schon einmal begegnet, in der Traumsuhle, nicht wahr? Ja. In einer früheren Zeit und gerade erst vor einer kurzen Zeit. Beides auf einmal. Ihr habt an der Seite des Stammes gekämpft. Tief unter unserem heiligen Hist. Ich sehne mich danach, ihn wiederzusehen. Euer Hist sieht alt und verdorrt aus. Wird er wieder zum Leben erwachen, wenn ihr aus dem Residuum befreit werdet? Ja. Unser Hist lässt all seinen Willen in das Residuum strömen. Wenn wir fortgehen und zu unserem neuen Leben erwachen, wird auch der Hist erwachen. Bereit, einen neuen Stamm voller Lebenskraft anzuleiten. Also seht ihr, ihr tut mehr, als nur einen alten Stamm zu retten. Ihr bereitet einem neuen den Weg. Es gefällt mir trotzdem nicht und es gefällt mir noch weniger, dass ich mich entscheiden muss. Ich fülle meine Lungen. Ich hatte immer gedacht, dass ich in einem Schwall von Flüchen und Blut fallen würde. Doch nun verstehe ich, dass mein letzter Gang anders sein wird als der jeder anderen Todwasserkriegerin zuvor. Ruhig und doch glorreich. Ich wurde geboren, um für mein Volk zu sterben. Es ist meine Pflicht.
Seid ihr sicher, dass ihr den gesamten Stamm ins nächste Leben lotsen wollt? Ich nicke mit dem Kopf. Führungsqualitäten im Krieg sind dieselben wie im Frieden. Diese Seelen mögen verwirrt sein, aber es ist ihnen ein großer Wunsch, diese Reise anzutreten. Zoye und ich werden... Oh, ich schätze, Zoye wird zurückbleiben. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Die Waffe, aber nicht die Seele, richtig? Ihr habt recht. Mein Eibruder wartet auf mich irgendwo in der Welt, am anderen Ende dieser Reise. Ein tröstlicher Gedanke. Ich konnte euch nicht gegen Cassandra in die Schlacht folgen. Lasst mich das hier nun tun. Ich werde diese Seelen zum Hist geleiten. Ich muss darüber nachdenken. Xukas wird versuchen, diese Bürde selbst zu schultern. Doch sein Stamm, ganz Trübmoor, würde um ihn trauern. Und es könnten viele lange Jahre vergehen, ehe er wiederkehrt. Ohne ihn wäre die Marsch ein düsterer Ort. Wenn ich aus dem Leben scheide, wird mein Stamm nicht trauern. Und ihr solltet das auch nicht tun. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber was Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Weil ihr einziger Freund war es ja, glaube ich, ne? Den trägt sie halt als Waffe mit sich. Als Waffe war es oder als Schild? Ja, als Waffe, glaube ich. Und sie hat sonst nie davon gesprochen, dass sie mit jemandem anderen noch befreundet ist. Außer mit Xukas, auch wenn sie das nie zugeben würde. Und ehrlich gesagt, ich mag Xukas. Ich will ihn nicht wegschicken. Einer von uns muss also hier bleiben, um diese Seelen zu ihrer Wiedergeburt zu geleiten? Nun, meine Seele hat diese Reise schon unzählige Male hinter sich gebracht. Ich werde den Hist wahrscheinlich nur ein- oder zweimal nach dem Weg fragen müssen. Ich scherze natürlich. Ich würde diese Sache gern übernehmen. Gibt es wirklich keinen anderen Ausweg? Ha! Ihr fragt mich, ob man den Worten einer uralten, geisterhaften Saftsprecherin im Innern eines Histrelikts Glauben schenken kann? Wenn es einen anderen Weg gäbe, hätte sie ihn uns verraten. Ich spüre die Verwirrung dieser Seelen, ihre Ungewissheit. Sie brauchen auf jeden Fall meine Hilfe. Fühlt ihr euch wirklich bereit hierzu? Nun, ich hätte mir nie vorstellen können, so aus dem Leben zu scheiden. Und ich bin traurig, dass ich keine Gelegenheit habe, meinem Stamm Lebewohl zu sagen. Aber wenn der Regen kommt, kann man entweder tanzen und sich satt trinken, oder man kann sich verstecken und durstig bleiben. Ich spüre keine Furcht. Meint ihr, Jaxikorn würde es gutheißen, dass ihr dieses Opfer bringt? Was meint ihr nach allem, was ihr über Jaxik wisst? Anfangs wird sie nicht glücklich darüber sein. Todwasserkrieger träumen vom Tod. Doch letzten Endes ist sie ein Kind des Hists. Sie wird die Weisheit dieser Entscheidung sehen. Die Welt braucht kluge Krieger wie Jaxikorn noch. Da bin ich anderer Meinung, es tut mir leid. Die Winde drehen sich und die Zeit der Entscheidung steht bevor, Wurzelheilerin. Wer wird unseren Stamm aus dem Residuum führen? Warum liegt die Entscheidung bei mir? In guten Zeiten gleiten wir durch ruhige Gewässer, geführt vom Hist allein. Doch wenn das Wetter umschlägt, müssen wir auf eigene Faust handeln. Die entscheidendsten Augenblicke fallen auf diese Schnittpunkte von Glaube und Wahlfreiheit. In diesem Augenblick hier liegt die Entscheidung bei euch. Habt ihr irgendeinen Rat? Indem ihr Xukas oder Jaxikorn auswählt, wählt ihr aus, welche Tugenden mein Stamm mit sich zum Ei seines nächsten Lebens tragen soll. Welche Tugenden schätzt ihr am meisten? Sind euch Mäßigung und Schleue wichtiger oder Ehrlichkeit und Mut? Diese Frage sollte eure Entscheidung lenken. Also Schleue und Heiterkeit sind wesentlich wichtiger als Mut und Hingabe. Dennoch möchte ich gerne Jaxikorn opfern.
Ich weiß, das ist unlogisch, aber ich möchte den Agonia nicht opfern. Es tut mir leid. Ich glaube, Jaxig Orn sollte euren Stamm zu einem Leben voller Mut und Hingabe führen. Gut. Nichts wird den Stamm davon abhalten, die Umarmung des Hists zu spüren, wenn Jaxig Orn vorangeht. Auch wenn Xukas die Reise nicht mit uns antritt, so hat er immer noch viel zu tun. Ein neuer Stamm wird sich unter unserem erwachten Hist versammeln. Xukas wird ihn führen. Ich werde dafür sorgen, dass er das tut. Was geschieht jetzt? Ihr müsst diesen Ort verlassen. Legt den Leib unseres Führers bei den Wurzeln unseres Hists ab. Dort platziert ihr auch das Residuum. Unter der Anleitung des Hists wird euer Gefährte nun ruhen. Ihr habt meinen Dank, Wurzelheilerin. Ihr habt euch als wahre Agonierin erwiesen. Ja, ich muss dahinter gehen, oder? Hab Dank, Wurzelheilerin. Ich schwöre beim Saft. Nichts wird diesen Stamm daran hindern, sein nächstes Leben zu erreichen. Freundin Jaxig, ich... Meine Lachschuppe bebt. Xukas fehlen die Worte. Jetzt habe ich alles gesehen. Ich werde euch vermissen, mein Freund. Endlich gibt sie es zu. Zu spät. Ich schüttle den Kopf. Ihr wisst, dass ich eines Tages wiederkehre. Kümmert euch um den Baum und führt die Saxleel an, die sich dort versammeln. Und was euch betrifft, Schwertschwester, es war die größte Ehre für mich als Karl, an eurer Seite zu kämpfen. Habt Dank und lebt wohl. Ja, ich denke aber trotzdem immer noch, dass es die beste Entscheidung war. Ich spreche mit Freude und Trauer. Lebt wohl, Schwertschwester. Wacht für mich über Xukas. Wir werden uns wiedersehen, glaube ich. Weiter, den Fluss runter. Und das waren ihre letzten Worte. Ich finde es ja trotzdem immer traurig. Klar, ich weiß, es ist ein Computerspiel, aber, ne? Es ist ja nicht so, dass ich ihren Charakter nicht mag. Oh, Moment, hier liegt noch ein Buch. Es ist einfach nur so, dass ich ihn ein bisschen mehr mag und ihn jetzt ehrlich gesagt nicht opfern konnte. Wenn sie jetzt die total falsche Wahl gewesen wäre, okay, dann hätte ich auch gesagt, ich opfer ihn. Aber eigentlich sind sie halt beide eine gute Wahl. Deswegen... Ruhig. Ganz ruhig jetzt. Es ist alles gut. Ihr wart nicht lange ohnmächtig. Was ist geschehen? Ihr müsstet das besser wissen als ich. Als ihr drei das Residuum berührt habt, war es, als wärt ihr auf der Stelle eingeschlafen. Eure Augenlider haben gezuckt, als würdet ihr träumen. Xukas ist als erster aufgewacht, ganz leise. Ich dachte mir, ich sollte über euch wachen, bis ihr es auch tut. Was ist mit Jaxig Orn? Sie träumte neben euch beiden. Dann verlangsamte sich ihre Atmung und sie schied dahin. Xukas sagte zu mir, ich solle nicht in Panik geraten, dass das ihre freie Entscheidung gewesen war. Er wirkte dennoch recht aufgewühlt. Was ist denn genau geschehen? Sie entschloss sich, zurückzubleiben, damit sie den Stamm zurück und zum Hist geleiten kann. Sie war glücklich. Nun, das ist ein Trost, schätze ich. Xukas meinte, er hätte ein Ritual vorzubereiten, um die Seelen aus dem Residuum zu befreien, glaube ich. Ihr solltet dabei sein. Er meinte, wir sollten das Residuum mitbringen, aber ich glaube, diese Ehre gebührt euch. Hier. Das ist aber nicht gut. Du hast es fallen lassen, du hast es kaputt gemacht. Nein. ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht gut, wenn ich das jetzt tragen muss. Ich bin doch nicht davor gefeit. Haben die denn nicht Herr der Ringe, Herr der Ringe gesehen? Xukas. Willkommen zurück aus dem Traum, Beko. Das Ritual ist vorbereitet. Alles, was wir nun noch brauchen, ist das Residuum von Argon. Ich sehe, ihr tragt sein Gewicht mühelos.
Ihr seid wahrlich eine Freundin des Hists und meine. Hab Dank, Zukas. Das Residuum ist euer. Jaxig führt diese Seelen zur Wiedergeburt. Aber hier in der Wachenwelt ist viel zu tun. Ich werde unter diesem Baum einen neuen Stamm bilden. Wir werden in Schläue leben. Ja, aber auch in Stärke. Eines Tages wird Jaxig wiederkehren. Wir werden hier sein, um sie zu Hause zu begrüßen. Und wir erhalten einen geschärften Heilstab vom Hiss-Champion und einen Fertigkeitspunkt. Geht nun, Jaxig Orn, Tochter und Karl des Todwasserstamms. Führt diese Seele in den Fluss namens Wiedergeburt hinab. Geleitet sie in die Umarmung des Hists. Vergesst nicht, Wurzelgeschwister, dies ist kein Ritual des Todes, sondern eines des Wandels. Wir beklagen keinen Verlust. Stattdessen feiern wir die Wiedervereinigung dieser Seelen mit dem Hist und allen Vorangegangenen. Wir wünschen Ihnen eine sichere Reise mit Gesang, Tanz und freudig aufgerichtetem Kragen. Lasst sie beim Vorüberziehen wissen, dass wir der Wurzelflüsterstamm sind und dass sie an diesem Ort immer ein Zuhause finden werden. Ja, und das war dann wohl alles. Ach so, mit Gesang und Klang, deswegen sind die jetzt hier alle am Tanzen, verstehe? Ja, damit haben wir dann die Hauptstory hier in Trübmoor beendet und ich muss sagen, es war am Ende dann doch nochmal ein gleichzeitig trauriges, aber doch auch irgendwie sehr schönes Finale mit den letzten Worten von ihm. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich hatte extra nachgeguckt, aber mich hat das gerade etwas aufgewühlt. Wenn mich nicht alles täuscht, dann werden wir uns in der nächsten Folge zum Prolog, ich meine, es gab einen Prolog dazu, zum nördlichen Elsweyr wiedersehen. Das heißt, ja, wir machen erst den Prolog, dann machen wir das nördliche Elsweyr durch und dann das gleiche nochmal im südlichen. Aber das wird erstmal eine ganze Weile dauern. Dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge im nördlichen Elsweyr, beziehungsweise im Prolog dazu. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.